Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind immer noch dabei, die Venatori hier auszumerzen, die sich in der fauchenden Ödnis niedergelassen haben. Und das finden wir natürlich überhaupt nicht gut. Und das ist hier wohl ein recht großes Lager von denen. Da hinten ist noch irgendwo einer. Ich weiß nur leider nicht, wo. Ach Mensch, da steht er genau hier. Hallo. So, du hältst erstmal kurz die Füße still. Also, irgendwann müssen wir doch mal fertig sein mit den ganzen Rotzblagen hier, ey. Das ist ja unglaublich. Also, so viel kann gar nicht mehr kommen. Dann haben wir noch zwei Risse. Ein Lager. Und dann sind wir glücklich. Dann bin ich hier nämlich, also für mein Verständnis, bin ich dann fertig. Ne? Und dann geht's. Was ist denn hier los? Hier wird in einer Sprache gesprochen, die nicht erlaubt ist. Hören Sie bitte auf damit. Aber das Problem ist dieser fette Typ, ne? Oh, der Inquisitor ist tot. Moment, Inquisitor ist tot, das ist nicht cool. Wo ist denn der Inquisitor gefallen? Der Inquisitor ist hier gefallen. Wir leben den natürlich mal eben wieder. Das ist natürlich klar. Ich werde aber auch den einen Trank nicht nutzen, ehrlich gesagt. Das ist ja auch ein bisschen doof, ne? Sauber. Ja, die sind nicht nur verwundet, die sind gleich tot. Mal so. By the way. Ne? Oh, komm schon, komm schon. Oh, ich bin alleine. Ja, Hammer. Aufseher, geh weg. Don't touch it, sonst klatscht es, sag ich dir. Oh Mann, das werde ich alleine doch niemals schaffen, ey. Kannst du doch knicken, kannst du das doch. Naja, ich gebe mal nicht auf. Wir werden unser Beast-Test versuchen. Aber bei einem Trank habe ich noch, also von daher, ich kann noch ein bisschen was machen. Um den Aufseher zu besiegen, müssen wir natürlich alles Mögliche tun. Was bringt mir der Scheiß, ohne Witz? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, was mir das bringt. Alter, das ist so nervig. Ich kann auch nichts machen eigentlich. Ich kann den nicht besiegen in der Zeit, die ich habe. Aber ich krieg ihn so schnell überhaupt nicht down, ey. Verdammt, ey. Lol. Noch? Oh shit, jetzt habe ich ein Problem. Ich kann natürlich einfach mal ganz schnell aus dem Kampf, ja, nee, oder ich sterbe einfach. Das ist auch eine... Oh, zum Glück hat der ein scheiß Aiming. Alter. Na ja, gut, irgendwann ziehen die ja auch, stehen die auch wieder auf, aber so werde ich das niemals hinkriegen. Ja, das bedeutet, ich muss noch mal kurz zurück ins Lager und dann wieder dahin. Weil anders, wenn sie knicken, ey, kriege ich nie und nimmer hin. Warum habe ich überhaupt so viel schon auf dem Weg dahin verloren? Das verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Es ist mir ein Rätsel. So, jetzt hauen wir den aber aufs Maul. Ich hoffe, es sind nicht alle wieder respawned, dann kriege ich eine Macke, ey. Das wäre auch so unfair. So. Erstmal wieder gucken, wie ich hier runterkomme. Ah, so schon mal gut. Und ja, ist auch okay. Ich glaube, hier musste ich jetzt rüberspringen. Was denn? Nee. Nee. Den Sprung schaffe ich doch überhaupt nicht. Hä, ich bin hier verdammt. Jetzt bin ich hier falsch runtergegangen. Egal, wir kommen hier schon irgendwie runter. Wir gehen einfach hier runter. Wir gehen einfach hier runter. Und dann passt das schon irgendwie. Wir gehen jetzt auch noch hier runter. Und hier auch noch. Puh, so. Hier bin ich rübergesprungen, genau. Also der Sprung, der ist ja auch machbar und überhaupt, aber... So. Wie gesagt, ich hoffe, die sind jetzt nicht respawned, sonst krieg ich eine Macke. Es sind ja im Grunde nur noch die beiden Aufseher, die man töten muss, aber wahrscheinlich sind sie respawned. Oder? Ich sehe da noch nichts.
kann es auch nicht ganz so beurteilen, was das sein soll. Ob das jetzt Fahnen sind, die sich da bewegen oder Menschen. I don't know. Wobei, hier war auch vorher nichts, ne? Genau. Nevarit. Kam nämlich erst ein bisschen später. Na, wir gucken einfach mal. Ja, okay, scheint so, als ob die nicht gespawnt sind. Das ist ja schon mal schön. Muss ich mich halt nur noch um die beiden oder um den einen Aufseher kümmern. Ich weiß gar nicht, was das andere da für ein Hampelmann war. Auf jeden Fall kriegen jetzt beide ordentlich was aufs Maul. Ja. So viel steht schon mal fest. Im Moment, hä? War das richtig da lang? Nee, da lang war doch... Hä? Moment. Momentchen. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken, wie komme ich denn jetzt nochmal dahin, wo ich gerade war. Ich habe keine Ahnung, ohne Spaß. Oder war das hier lang? Boah, warum merke ich mir so einen Scheiß denn nicht? Nee. Oder war das doch hier lang, aber hier so außen rum? Nee, das kann gar nicht sein. Hier geht's ja nicht weiter. Sag mal, willst du mich ver... Oder war das da unten außen rum und dann da hin und her und so? Ich weiß es nicht. Also beim besten Willen, ich weiß es nicht, ne? Wir werden auf jeden Fall Gegner angezeigt. Da stehen auch Gegner. Ach nö, da sind doch welche Respawn. Ah, gut, das ist jetzt einer nur. Aber wahrscheinlich werden es gleich wieder 35. Oder war das hier lang, ey? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall kämpfen. Bis zum bitteren Ende. Oder bis ich sage, nur jetzt gehe ich. So. War das hier lang? Ach, hier könnte es gewesen sein. Guck mal, hier geht's durch. Es könnte tatsächlich sein, dass es hier war. Ich habe keine Ahnung. Ich merke mir sowas irgendwie immer nicht. Ja, aber sieht schon ganz in Ordnung aus, ne? Kann man mit arbeiten. Ja, das sieht schon gut aus. Da oben waren sie, glaube ich. Die Burschen. Warum wollen wir jetzt mal... Ach, guck mal, die haben sogar ihr Leben behalten. Das ist ziemlich gut. Hier, der alte Bindenmagier, weißt du, den hauen wir eben mal weg. Jetzt kommt hier nämlich der Aufseher. Und jetzt können wir sagen, leck Arsch, wir sind voll equipped, ja, wir sind gut aufgestellt. Gehen wir nach Hause, Junge. Und wenn du nicht nach Hause willst, dann kriegst du halt aufs Maul und dann ist auch gut. Ich kann mit allem leben. Gibt's nicht auch eine Trophy für macht 1000 Schaden mit einem Treffer? Da bin ich aber noch weit weg, ey. Ich müsste eh mal gucken, richtige Runen in meine Waffen bauen und vielleicht auch mal gucken, neue Waffen zu bauen für die ganzen Leute und was weiß ich. So, da ist er weg. Beziehungsweise, was heißt, er ist weg? Ich muss jetzt warten, bis das komische Viech von Dorian weg ist. Und dann werde ich ja sehen, ob die Quest jetzt beendet ist oder nicht. Seid ihr wohl auf? Ich hatte nicht so viele erwartet. Das muss das Hauptlager der Venatori gewesen sein. Wenn man bedenkt, wie viele von denen wir erschlagen haben, dürfte jetzt erstmal Ruhe sein. Ja. Komm Sand schon. Wir wissen immer noch nicht, was sie hier wollten. Beendet. Ist mir doch egal, was sie wollten. Hauptsache, sie sind wieder weg. So, wir gucken mal ganz kurz. Miss Pentagast. Da gerade eine Waffe. Ach so, das geht gar nicht. Ach, die sind für Magier der Stufe 2. Ach, Nico. Danke. So, wunderschön, wunderschön, wunderschön. Dann können wir ja wieder zurück in dieses formidable Lager gehen. Und, tja, unseren weiteren Weg fortsetzen. Ich weiß nur nicht genau, wie ich da jetzt hinkomme. Ich kann nicht einfach langlaufen, ohne dass ich sterbe. Das ist ja auch immer so eine Frage, die man sich durchaus stellen sollte. Aber sieht ganz gut aus, ne? Oh, Moment, hier ist noch irgendwo was. Ah, da unten wahrscheinlich.
Nehmen wir auch mit. 10 Stück fehlen mir noch, ey. Ich bin der Meinung, wir haben schon alle ausgesoffen. Ha, so kann man sich irren. Na dann, hier geht's auch noch ein Stück. Achso, ihr seid von uns. Braucht ihr etwas? Nein, alles cool. Ho! Alter, ich dachte, ich fahre jetzt in die Lücke rein. Felsspitzenkamm. Das sieht ja aber nicht sehr sicher aus. Also ich glaube nicht, dass das vom TÜV abgenommen wurde oder von der Bauaufsicht. Oder von wem auch immer. Das sieht alles sehr, 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 sehr gefährlich aus. Instabil könnte man auch sagen. Vorräte, Mister. Toll. Freu dich. Brauche ich aber nicht. So, ich glaube, das ist noch ein ganz schöner Weg bis dahin, oder? Naja, wobei geht. Ich habe hier die Mitte noch gar nicht wirklich aufgedeckt, ist mir aber auch egal. Denn, ne? Mir egal. Ich war da, ich habe einiges erledigt, finde ich. Also nicht alles natürlich, aber einiges. Und von daher passt das schon. Ich werde wahrscheinlich, wie gesagt, wenn ich dann privat das dann danach noch zu Ende bringe, werde ich wahrscheinlich die ganze Map nochmal aufdecken und alles wirklich machen. Einfach nur just for the lols. So, Alter, sind aber viele, oder? Aber bei dir halt nichts aus, das ist schon gut. Lass es ruhig viele sein, die können nichts. Das können wir auch jetzt von immer weiter weg, wa? Habe ich irgendwie das Gefühl. Alter, hallo! Kinder! Was soll denn das? I don't like it. Don't touch it, sonst klatscht es, sag ich dir. So, erstmal einfrieren. Komm schon, komm schon. Alter, die hauen mir aber ordentlich was aufs Maul, muss ich mal sagen. Finde ich irgendwie gar nicht so gut, wenn die mich direkt angreifen. Tun. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Greift doch mal die anderen an, die sind viel gefährlicher als ich. Ich bin nur ein Zauberer, Mensch. 11. Kann da so überhaupt gar nichts für. Und so. Ich glaube, hier verbraucht man einfach mega viel Tränke und so. Ich muss schon wieder einschlürfen. Puh. Ach, ich dachte, die wollen schon wieder mir auf den Sack gehen, aber diesmal nicht. Also noch nicht. Geh schon mal weg hier. Huch. Na, du frischer Bengel, du? Zerschmettere! Ach, der ist weg, verdammt. Eigentlich gehofft, dass ich ihn noch treffe. Oh, verdammt. Alter, die hauen uns aber auch ordentlich was aufs Maul, muss ich mal sagen. Die haben schon mega viel Damage, das die machen, ne? Einmal ganz kurz hier die Energie des Risses anzapfen. War es das? Geben mir nur welche, Tatsache. Werde ich mal eben ändern. Und dann ist der Riss auch weg. Ich meine, zum Glück ist hier eh offen. Schwerter und Schilde? Wo habt ihr das denn ausgegraben? Aus einem Fass in der Stadt des Staubs? Ich habe recherchiert. Ich dachte, vielleicht erfahre ich so mehr über den Champion. Ich habe ein Buch über den Champion geschrieben. Vielleicht erinnert ihr euch daran, als... Ach, diesen kleinen Schinken da, weißt du, kennt doch keiner. Bis zuletzt sah, steckte euer Messer drin. Das habe ich schon zweimal gelesen. Boah, zum Glück ist hier noch, da kam ich mal. Ist hier jetzt noch ein Lager in der Nähe? Das wäre schlimm, wenn nicht, ey. Dann würde ich ja maßlos untergehen. Oh, da ist noch ein feindliches Vieh. Ein Dinosaurier-Pirscher. Ein Pirschosaurus. So, komm schon. Letztes Lager. Ja. Natürlich, was sollen die auch anderes machen als kämpfen? Bevor ich so rüde unterbrochen wurde, wollte ich eigentlich nur sagen, was sollen sie auch anderes tun außer kämpfen? So sieht's aus.
So. Juhu! Wir haben die Kontrolle über die fauchende Ödnis. Jeha! Na dann, geht's mal weiter. Hier ist doof eigentlich runterzulaufen, ist mir aber egal. Ich habe jetzt keinen Bock, gegen diesen Pirscher da zu fighten. Ich sehe das manchmal, also die Weitsicht ist manchmal gar nicht so hoch. Oh, was denn hier? Achso, das sind welche von uns, okay. Ah, jetzt sieht man den. Was war das? So, den letzten Riss, meine Damen und Herren. Und dann können wir uns aus der fauchenden Ödnis langsam aber sicher zurückziehen. Dann geht's nach Empire du Lion. Dann werde ich mal schauen, was weitergeht. Ich denke mal, da werde ich ein bisschen Scherben sammeln. Also die ich noch nicht gesammelt habe, werde ich dann mal anfangen zu sammeln. Oh, ne. Oh, ne. Mal gucken, ob es klappt. Nein, natürlich nicht. Oder? Ah? Ah? Es klappt. Woohoo! Nice! Versuchen wir gegen ihn erstmal zu fighten, weil der ist, glaube ich, ein bisschen schneller down als der andere Typ. So, siehst du, leichter. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was das so an Schaden bringt, aber ich weiß nicht, ob es überhaupt Schaden bringt. Wenn, dann nicht sehr viel, glaube ich. Ich denke mal, das soll eher so diesen Effekt haben, dass es dir auffällt. Dafür ist es wahrscheinlich auch ganz cool, aber... Naja. Sackgesicht. Ich kann nämlich auch lachen. Ja, dann machst du nichts mehr, du. Könnt ihr denn mal aufhören, mich immer zu unterbrechen? Wenn ich gerade was machen will, das ist doch... Das ist doch wohl nicht die feine englische Art. So, wie gesagt, Empire du Lion, dann mal weiterschauen, ne, was geht. So, die eine oder andere Quest vielleicht noch machen. Jetzt wächst das hier unten schon wieder nicht, ja, obwohl ich Damage mache. Das ist total komisch manchmal. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber... Au! Schnell mal weg hier gehen. Oh. Weggehen mal anders. Was? Der hat... Ach, niemals hat der mich getroffen. Kann überhaupt nicht sein, ey. Never ever. So. Ich würde ja gerne nochmal die Macht hier des Risses ein bisschen... Kann ich die von hier jetzt anzapfen? Nee. Ich wollte gerade sagen. Oh, hier sind noch andere. Die habe ich gar nicht gesehen. Die sind mir entgangen, muss ich gestehen. Alter. Okay, der arbeitet jetzt für uns. Das ist schon mal eine gute Sache. Direkt mal den hier aufs Maul hauen, oder der geht mir auf den Sack. Ach, der steht neben mir. So, wenn er jetzt gegen die kämpft, dann könnte ich ja mal ganz kurz hier anzapfen. Macht das Ganze doch ein bisschen leichter. Wunderbar. Juhu! Fast alles geschafft, bis auf die eine wilde Bestie und ein paar Seiten nicht gefunden, aber mein Gott. Da ist es auch nicht schade drum. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Ja, ich möchte ihn gern schließen, danke. Puff-Pang. Lol. Warum habe ich denn noch einen Punkt eigentlich zu verteilen? Hä? Ja, hier war ich mir mit mir selbst einig, dass mir das nicht so gefällt. 500% des Waffenschadens. Okay. Wirkungsbereich 4 Meter. Schwäche, Dauer 10 Sekunden. Ja, okay. Okay. Okay, die Eismine interessiert mich halt nicht, aber Eisrüstung. Du nutzt eine Kältemagie, um dich vor Angreifen zu schützen. Befindest du dich in der Nähe eines eingefrorenen Gegners oder eines anhaltenden Kältezaubers, verringert sich jeglicher Schaden, den du erleidest. Super. Der Schneesturm ist irgendwie interessant. Deswegen würde ich den Weg dann auch weitermachen. Ich weiß noch nicht, warum ich einen Punkt habe. Hm.
Mir egal. So, auch das ist abgeschlossen. Das würde bedeuten, ich werde von hier direkt Richtung Empire du Lion aufbrechen. Beziehungsweise erst in der nächsten Folge. Ja, ja. Deswegen bedanke ich mich an der Stelle. Wir sehen uns dann im Empire du Lion wieder. Ich vermute mal, das ist das letzte, vielleicht, Areal, das wir besuchen können. Bis auf natürlich das eine für die Story da. Denke ich zumindest. Ich weiß es gar nicht so genau. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns da wieder. Bis dahin. Haut rein.